Hallo, hier bei Jonas Landleben und Küche. Ihr seht es noch ganz früh heute Morgen. Ich entsorge heute Morgen, weil es noch so schön still ist, weitere Dinge. Und zwar Spritzbeutel für Kekse habe ich eigentlich nie gemacht. Dann ein Trinkbecher. Wird jetzt ersetzt durch normales Glas. Und wieder weitere Schalen. Habe ich natürlich Keramikschalen und Glasschalen halt für sowieso in meinem Haushalt. Und wieder einen Pfannenwender. Und auch dieser Pfannenwender ist hier wieder geschmolzen. Sieht nicht mehr schön aus. Nehme ich jetzt in Zukunft wieder diesen Holzspatel für. Und alles gut. Wie gesagt, neu gekauft habe ich jetzt diese Geschichte, weil es eine Heidendiskussion gab mit der Schule meiner Kinder. Wegen Bruchgefahr der Glasflaschen. Und jetzt habe ich diese Edelstahlflaschen auch mit Edelstahldeckel. Und hier oben haben sie so Holz. Hier ist so ein ganz, ganz kleiner Silikonring, den man dann auch mal austauschen kann. Die sind auch dicht, sind nicht so ganz günstig, aber mir war die Sache einfach wert. Habe dann auch noch den Namen meiner Kinder eingravieren lassen, weil wenn jetzt jemand die Flasche entwendet, kann sie auf jeden Fall wieder identifiziert werden. Somit ist es für manche dann auf jeden Fall wertlos. Bis morgen. Hallo, ihr seht, ich bin gerade rein, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe einen Erfolg zu vermelden und zwar, tada, wenn ich fragt, der nicht gewinnt. Oder wie war das Sprichwort? Auf jeden Fall irgendwie so ähnlich. Wenn man nicht fragt, bekommt man keine Antwort. Vielleicht ist man ein Nein, das nächste Mal vielleicht ein Vielleicht und ihr seht, bei mir hat es richtig getragen. Genauso. Das ist Käse. Kriege ich jetzt halt nur noch in Papier, ohne Folie. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Bis dann. Tschüss. Hallo. Heute waren wir wieder entsorgen. Eine weitere Box. Eine Schale. Und so zwei weitere Schalen, wo der zweite Deckel ist. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Die kommen auf jeden Fall alle weg heute. Und dieser Deckel von dieser Teekanne, die Teekanne werde ich behalten. Den Deckel schmeiße ich weg, weil hier oben, man kann also das hier in so oben runterlassen, ist schon abgebrochen hier oben. Jetzt werde ich das mal gucken, auseinandernehmen und getrennt halt entsorgen, damit das auch fachgerecht geschieht. In Zukunft mache ich dann meinen Tee halt einfach in so einem kleinen Teesieb, da mache ich mir dann halt jetzt noch ein Band dran. Oder nehme, wenn ich dann halt, wenn es schnell gehen muss oder ich unterwegs bin, einfach hier so Beutelchen, die man selber befüllen kann mit seinem losen Tee, um mir den Tee aufzugießen. Für die Schalen, habt ihr bestimmt schon öfter jetzt gesehen, habe ich halt verschiedene Metallschalen, ihr könnt auch Glasschalen nehmen, ist alles überhaupt gar kein Problem. Bis morgen. Hallo, heute möchte ich euch eine weitere Erfolgsstory erzählen, und zwar, was ich hier in diesem Glas habe. Tee. Ich habe einfach mein leeres Glas mitgenommen und bin zu uns in diesen Teeladen rein, beziehungsweise ist es auch ein Reformhaus, und habe mein leeres Glas da auf den Tisch gestellt und habe gefragt, ob sie mir das nicht gleich da reinfüllen kann. Und hat sie gesagt, ja, selbstverständlich, überhaupt gar kein Problem. Und hätte ich gar nicht gedacht, also da sind 100 Gramm drin, das ist eigentlich ein 400 Gramm Glas, aber da kann man mal sehen, wie viel Raum so Tee eigentlich einnimmt. Da ist jetzt Darjeeling-Tee drin und den werde ich jetzt in Zukunft halt in diese Papierbeutelchen mir schon vorfüllen, damit es halt ein bisschen schneller geht. Oder halt auch hier in die selbstbefüllbare kleine Sieb. Zack. Da fehlt jetzt noch ein Band. Ich habe das letzte Mal gesagt, da mache ich mir noch ein Band dran. Nein, brauche ich gar nicht. Ich habe ja hier meine Teekanne. Dann kann ich das einfach reinschmissen lassen und dann nehme ich halt ganz einfach meine Löffel und fische mir das dann halt später wieder raus, weil mit den Faden weiß ich dann ja auch wieder nicht, ob das so gut hält und so weiter. So werde ich das einfach in Zukunft machen. Vielleicht ist es euch eine kleine Hilfe. Tschüss. Hallo, ich möchte mit euch heute wieder entsorgen. Und zwar sind heute wieder weitere Schalen fällig. Ich habe hier so ein Sieb, das ist wohl immer dazu gedacht gewesen, so als Abstandshalter in irgendwelchen Schalen. Ich weiß gar nicht, ob das noch die Schale dafür ist. Wieder Kunststoffschalen, kleine Kunststoffschalen. Deckel, fragt mich nicht. Ich habe jetzt eben nochmal gerade geguckt. Ich konnte ja, sie nicht finden, weil ich die Schalen an einem anderen Ort aufbewahre als die Deckel. Und das gestaltet sich echt schwierig. Die Schale hier, die kennt ihr, das ist aus meinem allerersten Video. Da gehört ein roter Deckel zu. Da muss ich jetzt auch schon wieder gucken, wo dieser rote Deckel dazu geblieben ist. Kommt weg. Genauso wie
So ein Spatel, den habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben benutzt. Der war schon hier, als ich bei meinem Mann eingezogen bin. Keine Ahnung, was das sein soll. Kommt jetzt auf jeden Fall weg. Heute zeige ich euch einfach nochmal, was ich anstatt der Schalen nehme. Und zwar so Metallboxen. Haben hier so Verschlüsschen mit so einem Deckel oben drauf. Kann man auch super als Pausenbrotbox nehmen. Haben meine Kinder beide akzeptiert. Nehmen sie mit zur Schule, gar kein Problem. Und dann hat eine andere YouTuberin mir geschrieben, schöne Grüße Piepmatz, dass sie ganz begeistert ist von meiner Tellervariante. Sind manchmal ganz einfache Dinge aus dem Haushalt, die ihr nutzen könnt. Einfach einen großen Teller oder einen kleinen Teller oben drauf legt. Ich habe das jetzt einfach mal so rum gemacht. Wenn es jetzt weniger ist, könnt ihr auch flacher das machen. Manchmal mache ich das auch in meinem Kühlschrank auf irgendwelche Töpfe, dass ich Teller drauf decke, weil es mit den Deckeln, weil die so hoch gewölbt sind, überhaupt einfach gar nicht passen würde. Mal einfach so als kleiner Tipp, anstatt solche Schalen, könnt ihr auch einfach solche Teller nehmen. Wie gesagt, die Brotbox, die habe ich halt gekauft, beziehungsweise mittlerweile haben wir ja 4 Stück davon, aber ich werde mir nochmal welche bestellen, weil ich inzwischen auch mit diesen Boxen einkaufen gehe. Und das klappt erstaunlich, erstaunlich gut. Ich werde immer wieder auch von Passanten beim Einkaufen angesprochen. Warum machen Sie das denn eigentlich? Und die dann doch so ein bisschen verlegen da am Tresen stehen und dann ihr Tütchen dort entgegennehmen aus Kunststoff. Wobei eine Verkäuferin mir gesagt hat, das wird immer mehr. Und ich hoffe ganz einfach, dass ich da auch ein bisschen beitragen kann, damit die Leute aufwachen. Weil unser Öl ist irgendwann alle und Kunststoff, wenn es auch so geht, braucht eigentlich kein Mensch, gerade was so Verpackung betrifft. Weil wenn ihr mal durch den Supermarkt geht, das ist alles in Kunststoff eingeschweißt. Warum eigentlich? Muss nicht sein, geht auch anders. Mir lagen auch schon Leute in den Ohren wegen dem biologischen Fußabdruck, dass Papier doch einen wesentlich schlechteren Wert hat als Kunststoff. Ja, kann sein. Aber mein Papier verrottet, ihre Kunststofftüte nicht. Ja, das zu dem. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Hallo. Heute steht die Entsorgung auf dem Plan. Ich habe immer noch hier fleißig Becher und Behälter und habe hier noch so einen uralten Löffel gefunden mit einem Kunststoffgriff. Der ist heute fertig und halt hier Behälter, die, das sind so Messbecher. Ich habe aber viel schönere Messbecher, die haben halt gar nicht so eine schöne Skala, sind eigentlich auch so als Shaker auch gedacht. Habe ich als Shaker nie benutzt, Messbecher nur im Notfall, kommen heute weg. Die ist auch so ein Aufbewahrungsbehälter, habe den Deckel gerade nochmal gesucht, um ihn mit entsorgen zu können. Ich habe ihn nicht gefunden, keine Ahnung, kommt auch weg. Tschüss. Hallo. Ihr seht, ich sehe so ein bisschen merkwürdig aus. Ich komme gerade vom Wochenmarkt. Ich erspare euch das und setze meine Mütze jetzt nicht ab. So wie es hier aussieht, sieht es auch auf dem Kopf aus. Ich möchte euch heute so ein bisschen was zu meinen Erfolgsgeschichten erzählen. Ich kann ja nicht immer nur entsorgen und irgendwie Sachen wegtun. Muss ich auch einkaufen. Jetzt möchte ich euch einfach so ein bisschen was zeigen, wie ich inzwischen einkaufe. Das sind jetzt hier, ihr seht jetzt hier lauter Stoffbeutel auf dem Tisch liegen und zwar ist das vom Wochenmarkt. Und Wochenmarkt ist gar nicht unbedingt teurer als im Supermarkt, weil man sich dann natürlich so die Menge, die man haben möchte, auch aussuchen kann. Das ist der große Vorteil. Wir haben jetzt hier Sellerie und Möhren und für die Kinder Bananen, Kiwis, jede Menge Äpfel für die Schule. Dann haben wir hier Tomaten. Halt alles nicht eingeschweißt, ganz, ganz wichtig. Rosenkohl, wir haben jetzt Winterzeit. Winterzeit ist Rosenkohlzeit, wir lieben Rosenkohl. Und dann war ich ja noch natürlich, einige Sachen kriegt man ja noch nicht auf dem Wochenmarkt, habe ich hier, mein Handy klingelt. Ja, wie das so ist, wenn man das Handy nicht ausstellt. Es war eine Freundin von mir, wir haben uns morgen zum Tee verabredet. Ich weiß gar nicht, wo ich hier stehen geblieben war. Auf jeden Fall war ich dann noch im normalen Laden und siehe da, ich habe jetzt eine Auflaufform. Es muss nicht immer alles Edelstahl sein oder so teuer. Die hat jetzt, glaube ich, 5 Euro gekostet, weil ich möchte
jetzt mal so ein paar andere Sachen ausprobieren und dafür brauchte ich halt so eine Form. Eine Springform habe ich, aber das geht damit halt nicht und deshalb habe ich jetzt diese tolle neue Form und kann das jetzt ausprobieren. Ja, das war's von mir für heute. Wir sehen uns. Tschüss.